Moin. Die innere Energie mit dem Formelzeichen U und der Einheit Joule beschreibt, wie der Name schon sagt, die Energie, die in deinem System enthalten ist. Fügt man dem System Energie hinzu, so steigt die innere Energie, entzieht man dem System Energie, so sinkt diese. Betrachten wir beispielsweise mal das System Auto. Ein Auto hat eine Batterie mit einer inneren elektrochemischen Energie. Im Tank ist ein Kraftstoff enthalten, der eine innere chemische Energie hat. Und auch das Kühlmittel hat aufgrund seiner Temperatur eine innere Energie. Gibt das Kühlmittel jetzt Wärme über einen Wärmestrom an seine Umgebung ab, so sinkt die innere Energie des Kühlmittels und damit auch des Gesamtsystems Auto. In der klassischen Thermodynamik betrachtet man nur Bilanzen der inneren Energie. Was in diesem System passiert und wie die Energie gespeichert wird, ist völlig egal. Bis zum nächsten Mal.